Heute haben wir wieder ein wunderbar köstliches vegetarisches Gericht. Auberginenröllchen mit Schafskäse gefüllt, dazu Kartoffelwürfelchen mit Tomaten, Oliven und vor allen Dingen eine Menge Rucola. Und das Ganze kostet pro Person keine 8 Euro, keine 5 Euro, sondern 1,63 Euro. Und wie das geht, das erkläre ich Ihnen jetzt. Laurenz, mein Foodchecker. Wir haben wieder einen tollen Gast. Wer kommt? Ja, genau. Heute kommt Stefan. Stefan ist 39 Jahre alt. Er ist gelernter Maurer und orientiert sich zurzeit um. Er wohnt mit seiner Familie in Uelzen und sagt selbst, er ist ein Vielfleischesser. Ich sage willkommen, Stefan, zu unserem vegetarischen Abend. Und hier steht er, Stefan. Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Was sagt ihr das? Könnte durchaus mein Spruch sein. Ja. Was fasziniert dich an Fleisch? Ja, die Vielfältigkeit, der Geschmack natürlich, was man daraus machen kann. Das ist einfach so. Es ist oft leicht zu herzustellen, leicht zu braten. Mhm. Und man kann viel damit ausprobieren. Ja. Und was probierst du am allerliebsten damit aus? Am allerliebsten paniere ich und frittiere ich damit. Ne? Das ist so. Es ist fettreich, Fett ist immer meist lecker. Und ja, das ist so. Aber auch, ich mache auch gerne Schweinefilet im Speckmantel und sowas. Ja, aber immer richtig bisschen Schmack ist dabei, bisschen Speck und Fett dabei. Rustikal. Ja. Ich habe überhaupt nichts gegen rustikal, das wissen Sie natürlich. Aber gerade beim Frittieren und bei so viel Fett, tierischen Fetten, da entstehen natürlich diese ganz bösen, schlechten Transfette. Und das ist das, wo wir wirklich rangehen wollen. Und Sie wissen, dass ich auch gerne Fleisch esse, aber alles in Maßen. Mhm. Und weil die Spätfolgen und Schäden nicht wegen zu viel Fleisch, wegen zu viel fettigem Essen, und zwar nicht wirklich leckerem Fett, gutem Fett, darunter leidet das halbe Volk. Und da wollen wir natürlich dann auch ran. Was machst du denn in deinem normalen Leben? Beruflich bin ich zurzeit auf dem Weg zu einer Umschulung. Okay. Ich habe jahrelang in einem großen Lebensmittelindustrie gearbeitet, die rein Bio-Lebensmittel herstellen, Demeter-Produkte herstellen. Mhm. Mehl, Getreide, da habe ich jahrelang die glutenfreie Mühle gemacht. Mhm. Und das habe ich sehr gern gemacht. Mhm. Und ja, das war das Letzte, was ich gemacht habe. Und momentan switche ich beruflich. Ja, was willst du machen? Ich möchte OP-technischer Assistent werden. OP-technischer Assistent? Ja, das ist was ganz anderes. Deswegen vielleicht auch Fleisch, damit du da richtig so hantieren kannst. Oder was? Vielleicht, ja, so. Vielleicht. Ja, guck mal, da hat es ein großes Gelächter gerade gegeben. Ja. Laurenz, mein Foodchecker, darf ich dir vorstellen. Junger Kerl mit dem iPad in der Hand, wie jetzt schon. Ja. Und nebendran die junge, hübsche Dame ist, wer? Ist das deine? Das ist Nina. Das ist meine Lebensgefährtin. Das ist deine Lebensgefährtin. Ja. Okay, also willkommen, ihr beiden natürlich. So, und Nina vor allen Dingen. Jetzt mal eine Hand aufs Herz, Frau Nina. Hast du ihn beworben? Ich meine, der Aufruf war bei Bild der Frau. Ja. Und jetzt steht hier so ein richtiger Kerl neben mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so Frauenzeitschriften liest. Hast du das gemacht? Nee, ehrlich gesagt war es seine Mutter. Deine Mutter? Mutter hat mich beworben. Okay, mit welchem Hintergrund? Dass ich zu viel Fleisch esse, da spricht man ja drüber. Mhm. Und die hat das dann gelesen, dass es 5-Euro-Küche, günstige Küche und so. Und das könnte passen für mich, hat mich dann einfach mal angemeldet. Und sie wusste auch, dass ich ein großer Fan von dir bin. Mhm. Hat sie eins und eins zusammengezählt und hat das Glück versucht und hat da gepasst. Und hier stehen wir beide mit geschwollener Brust. Ja, die ist immer geschwollen. Ist immer geschwollen. Und wir wollen natürlich was richtig Leckeres essen. Und ich nehme natürlich Stefan richtig beim Wort. Ich finde, gutes Fleisch ist toll, aber ich benutze da halt, wenn es geht, irgendwie zu 95% auch bio- oder nachhaltig erzeugtes Fleisch. Und dir möchte ich natürlich mal eine fleischlose Alternative zeigen. Sehr gerne. Sehr gerne. Und zwar haben wir heute hier Auberginenröllchen mit Kartoffeln. Ja. Ganz simpel. Was stellst du dir darunter vor? Könntest du das vorstellen? Gerollte Aubergine. Gerollte Aubergine. Völlig richtig. Und jetzt gucken wir uns natürlich diese Aubergine an. Und da würde ich natürlich gleich fragen, wie könnten wir dieses Ding rollen? In dünne Scheibchen schneiden, ja. Und dann vielleicht eine Füllung rein und dann einfach so rollen, wie eine Roulade. Rouladen. Ja, so würde ich mir vorstellen. Guck mal, Laurenz, da guckt er schon wieder, schon was wieder gelernt. Hat sich dein Einsatz heute schon gelohnt, ne? Genau, da wäre ich sehr herzlich willkommen. So, bitte? Nö. Nö, so. Das machen wir natürlich und ich würde sagen, damit fangen wir auch gleich an. Einmal müssen wir die abwaschen. Mhm.
Da ist eines dieser Handtücher, kannst du dir nehmen. Ja. Da ist Waschbecken, schön sauber machen. Ja. Ich mache schon mal ein bisschen Backofen an, weil da brauchen wir natürlich schönen Backofen. Und ich hole schon mal Backpapier. Und warum, das werden Sie gleich sehen. Das ist eine halbe Scheibe. Hast du schon mal mit Auberginen gearbeitet, wenn du Auberginen machst? Ich sag nein, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ja, okay. Ich hab bestimmt mal was gemacht, aber jetzt spontan wüsste ich nicht was. Wahrscheinlich ein Auflauf. Da ist ja viel in Aufläufen drin, Aubergine, ne? Auberginenauflauf ist natürlich grandios. Hier haben wir schöne Messer drin. Such dir aus, was du brauchst. Egal welche, großes, kleines, dickes Ding ist. So. Wie schälen die? Die Schale ab oder wie schaffen? Nee, die bleibt da natürlich dran. Weil wir stellen unsere Ölflasche hier weg. Jetzt müssen wir also erstmal hier oben diesen Stielansatz entfernen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Aubergine so gut wie möglich in kleine Scheiben schneiden. Das wird deine Aufgabe. Nein, du bist der Feinmechaniker von uns. Wir könnten natürlich jetzt eine Gemüsehobel nehmen, aber man steckt da nicht wirklich drin und ich laufe halt nicht durch die Märkte und drücke in jedem Gemüse drauf herum. Diese ist schon relativ weich, man sieht das hier. Normal sind die Auberginen auch richtig schön fest. Und das heißt, da müssen wir jetzt mit dem Messer nehmen. Vermutlich würde es uns mit so einem Hobel sonst zerreißen. Ja. Und da sollen wir einfach mal gucken, dass wir das jetzt ganz dünn da irgendwie... Ich hätte sie jetzt einmal in der Mitte durchgeschnitten und von der Mitte nach außen geschnitten. Ja, aber dann haben wir nur halbe Scheiben. Und so geht das natürlich. Muss man also eine bestimmte Dicke beachten, dass sie sich am Ende noch rollen lassen und nicht brechen? Oder? Naja, wir wollen sie ja wirklich rollen. Und rollen können wir sie nur, wenn wir eine große Scheibe haben. Und dann kriegen wir die Dinge auch so hin, dass wir sie rollen können. Dass sie so braun ist, ist das normal bei einer Aubergine? Das ist nicht normal, aber wir können es jetzt nicht ändern. Okay. Das ist jetzt nicht irgendwie verdorben, es sei denn hier. Das sieht nicht so lecker mehr aus. Ich guck mal, ob ich in meinem Kühlschrank noch eine zweite habe. Oh, Entschuldigung. Leider nein. Also, die ist noch nicht wirklich so schön. Laurenz, kannst du mal im Trockenlager gucken, ob wir im Trockenlager noch eine haben? Im Keller. Hast du einen Keller zu Hause? Ja, aber da ist kein Lebensmittel drin. Keine Auberginen drin. Ja, nein. Ja, das ist das, was ich gefühlt habe, aber die würde ich jetzt ungerne weiternehmen. Wir müssen mal gucken, vielleicht können wir noch eine andere haben. Das passiert halt, da sehen Sie, bei uns wird ohne Netz und ohne doppelten Boden gekocht. Was sollen wir jetzt machen? Das war nicht zu sehen. Die Auberginen, die haben hier innen drin so kleine Kernchen. Und wenn die überreif sind oder durch irgendwas, dann fangen die natürlich so an zu gammeln. Wenn wir jetzt keine mehr haben. Laurenz, hast du noch was gefunden? Ja, ich finde gerade was in der Speisekammer. Dann müssten wir natürlich was anderes machen. Aber auch das gehört zum richtigen Leben. Improvisieren. Wo, die habe ich gefunden. Sind die besser? Die hast du die gefunden? Nee. Ja, die sind, fass mal an. Da spürst du den Unterschied. Ja. Okay, deutlich die fester. Sind richtig fest. Das heißt, damit da können wir auch nichts mehr Wirkliches anfangen. Das entsorge ich jetzt einfach. Das legen wir mal nach hinten hin. Und vielleicht mache ich das sogar so, dass ich zum Gemüsehändler des Vertrauens gehe und das Ganze reklamiere. Warum eigentlich nicht? Weil dann hat man natürlich wirklich, die müssen wir natürlich jetzt auch einmal abwaschen, den Anspruch darauf, dass diese Aubergine ersetzt wird, wenn ich die Quittung aufgehoben habe. Und die habe ich aufgehoben, sonst wüsste ich nämlich nicht, was das Ganze kostet. Aber das ist das Schöne, man darf sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern das ist einfach live, das muss man dann durchziehen. Und das ist, ja, so ist es einfach. Und jetzt gucken wir uns das Ding hier an. Ja, alleine schon, man hört es schon am Schneiden. Das müsste richtig, richtig gut sein. So, dann probieren wir es auch mit dem Messer zuerst mal, aber eigentlich könnte man die natürlich mit dem Hobel machen. Aber ich probiere es einmal mit dem Messer, so rum ist es gut und so dunkel stehen. Ja, sieht aber besser aus. Die sieht viel besser aus, ja. Ja?
Ja? Vertrauensvoll. Schön dünn. Ja. Weil die wollen wir nämlich gleich rollen. Vorsicht mit den Fingern. Ich will lieber mein kleines Messer nehmen. Wie okay. Du, was du möchtest. Ne, macht nichts, alles gut, alles gut. So. Ja. Ja, so dünn wie möglich. Hm. Deswegen nehme ich für sowas immer lieber ein großes Messer. Ja, auch meinst du das? Probierst du einfach mal, ja? Da kommst du schneller mit der Klinge so nach unten vor, mit dem Finger, der Finger, ja, der Finger! Ja. Nein! Ich habe ja keinen Halt an der Aubergine. Ja. Ah. Ja, auch sehr dick die Scheibe. Nur halb. Okay, gut. Wir haben aber noch, Gott sei Dank, eine zweite. Aus dem anderen machen wir so ein schönes Auberginenpüree als kleinen Dip. Das ist köstlich. Nee, nee, komm, das geht so nicht. Das, okay. Wenn der jetzt abrutscht, dann ist der Daumen aber sowas von ab. Das ist nachher echt dann schwierig. Das benutzen wir noch. Guck mal, mach mal so. Ich fahre mit der Spitze so lang. Okay. Ja. Wie viele Scheiben brauchen wir? Mal 8 Stück, 8 Röllchen, ja? Ja. So, dann zählen wir uns mal 8 Röllchen ab. Und jetzt machen wir natürlich was richtig Schönes. Jetzt holen wir uns hier Salz. Du willst jetzt schon salzen? Ja! Wieso das denn? Die sind noch gar nicht gebacken oder gebraten. Nee, wir fangen ja jetzt auch da erst an mit. Ich gebe unten Salz hier auf mein Backpapier, lege die Dinger da drauf. Wir nehmen uns die schönsten Hobel hier. Okay, warum legst du das Salz drunter? Oder streust du es drunter? Weil ich sonst nicht mehr wenden muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, machen wir noch einen zur Sicherheit, okay. Und aus dem Rest machen wir ein schönes Auberginengemüse. Das schneiden wir klein und dämpfen das dann an. So. Und jetzt kommt hier noch Salz oben drüber, weil das Salz, Laurenz, das zieht natürlich das Wasser da raus. Ja. Und nicht nur das Wasser, sondern auch die Bitterstoffe. Und das geht wirklich relativ zügig. Und dann topfen wir das richtig ab und dann machen wir was richtig Leckeres daraus. Wird das denn nicht zu trocken, die Aubergine, durch das Salz? Nein, das wird überhaupt nicht trocken. Das kommt wieder ab. Wir tupfen das gleich nachher ab. Jetzt können wir Kartoffeln schälen. Ja. Das ist das Nächste. Hier sind kleine Schäler drin. Mit welchem arbeitest du am liebsten? Mit das dem? Jo. Ja, der schneidet sehr dicke Schalen. Wenn du gerne einen Bügelschäler hast, lieber den. Oder probier es, wie du es möchtest. Ja, ach, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, das ist dann so eine Angewohnheit. Mein Brett, dein Brett, unser Brett. Okay. Ist es eigentlich möglich, dass die Auberginen, die jetzt übrig geblieben sind, auch roh esse? Nein, Auberginen nicht roh essen. Es ist Nachtschattengewächs, die sind so bitter und nicht bekömmlich und haben auch Solanin und alles Mögliche drin. Also Auberginen bitte immer gegart essen, nicht roh essen. Nicht, weil ich die Bitterstoffe rausziehe mit dem Salz. Genau, deswegen machen wir das. Weil das ist nicht bekömmlich und sogar zum Teil nicht giftig in dem Sinne, dass man dann tot umfällt. Aber Leute mit empfindlichem Magen oder Darm haben da echt ein Problem am Ende des Tages mit. Und wir wollen die Auberginen ja füllen und das machen wir mit Zwiebel, Knoblauch und Schafskäse. Und dazu gibt es noch dann gebackene Kartoffelwürfel oder gebratene Kartoffelwürfelchen. Ich mag das Wort gebacken sehr gerne. Und wenn man ein bisschen mehr Öl da hinein macht bei geschlossenem Deckel, dann finde ich, dann kann man das auch ruhig damit sagen. Da liegen jetzt noch neben den Tomaten so vertrocknete rote, ich kann es gar nicht erkennen, was es genau sein soll. Was ist das da genau? Da vorne? Komm her und guck es dir an. Nina, kochst du auch zu Hause? Ja, aber selten. Also wenn es die Zeit erlaubt, dann auch, aber selten. Warum kochst du selten? Nicht so früh zu Hause, mit den Kindern unterwegs. Das ist auch eine Sache, die lasse ich mir auch nicht nehmen. Das Kochen? Ja, das ist ein Hobby von mir. Und wenn ich dann zu Hause bin,
dann möchte ich auch kochen. Ja? Ich hab das auch nicht gern, dass die dann durch die Küche. Das heißt, du hast das Regiment? Ja, absolut. Absolut. Also wenn ich frage, darf ich mitkochen oder kochen wir was gemeinsam, ja, das wird schwierig. Weil bei mir muss dann ja auch alles dann seine Ordnung haben und muss so ablaufen, wie ich es gern hätte. Und wenn dann jemand dazwischen fummelt, dann ist das nicht mehr, dann habe ich das Gefühl, ich gebe es aus der Hand. Okay. Und wenn ich dir jetzt sage, was du tun sollst, wie ist das für dich? Das ist überhaupt kein Problem, weil hier spricht ja jemand vom Fach. Ah. Ja? Ich habe hier jetzt mal Zwiebel und Knoblauch schon fein geschnitten. Und jetzt gehe ich natürlich auch hier ran an die Tomaten. Getrocknete Tomaten, ich liebe es, man muss aufpassen, da gibt es ab und zu noch diese Strünke. Mhm. Ich schneide das ein bisschen ab, aber das ist jetzt nicht so ganz so wichtig. Warum nehmen wir da jetzt keine frischen? Bitte? Warum nehmen wir da jetzt keine frischen? Weil das, diese frischen, diese getrockneten, riech mal da dran. Ja. Unglaublich lecker und aromatisch ist zu meinem Schafskäse, der hier liegt. Ja. Und damit füllen wir die Auberginen und die frischen Tomaten, die kommen gleich zu den Kartoffeln. Und die kannst du jetzt in feine kleine Würfel schneiden. Ja. Und die fein geschnittenen Würfel gibst du dann hier rein. Und wenn ich meine Würfel, dann so groß wie so ein kleiner Fingernagel. Oh. Ne? Und ich schneide hier die Tomaten in kleine Streifen. Und die kommen gleich in die Füllung mit meinen Zwiebeln und dem Knoblauch. Da muss man ein bisschen drücken, weil die sind natürlich fest und lederartig. Aber da machen wir gleich was richtig Leckeres. Gut, richtig schöne kleine Würfel. Nicht zu klein, ne? Zeig mal. Ja, perfekt. Man merkt da wirklich den Hausmann bei ihm. Das ist großartig, wie du das machst. Toll. Und Fleisch kostet ja auch eigentlich richtig Geld, ne? Oder? Ja. Zur Schande muss ich gestehen, dass ich da auch selten auf Qualität achte. Ja? Obwohl du so Fleischliebhaber bist. Ja. Bei mir ist es eigenartigerweise so, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Leibgericht Spargel mit Schnitzel esse, da hole ich das wirklich an Qualitätsfleisch. Ja, weil ich das. Man schmeckt es ja einfach, ne? Ob das Fleisch gut ist oder nicht. Ja. Und wenn es zum Beispiel ein Gulasch gibt, wo ja eh viel Zwiebel und viel Senf und so viel Würze rankommt, dann achte ich da nicht so auf Qualität. Ne? Auch immer ist man geneigt. Vielleicht schaffen wir das ja heute, ihn von der Qualität zu überzeugen. Es ist egal, bei was es ist. Und ich denke bei diesen Dingen natürlich auch immer ans Tierwohl, weil so eine Massenschweinhaltung, ich weiß, dass viele das gar nicht interessiert, aber wenn man das wirklich sieht und in diese Stelle mal hineingeht, ich war da drin, das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. So, und ja, was man jetzt sieht hier, die Aubergine zieht richtig Wasser. Guck mal, das läuft da richtig runter schon. Und das kommt natürlich über das Salz. Und das tupfen wir gleich ab. Und dann fangen wir an, die Aubergine schon ganz kurz zu garen. Und das ist der nächste Schritt, was wir machen. Du schneidest die Kartoffeln, ich tupfe das gleich ab und dann sehen wir weiter. So. Nina, was arbeitest du denn? Eigentlich bin ich gelernte Zahnarzthelferin, aber momentan arbeite ich als Schulbegleitung. Als was? Schulbegleitung. Schulbegleitung, genau. Was heißt das? Ich betreue ein Kind, was emotionale oder soziale Schwächen hat. Ja. Und dem hilfst du dann, in der Schule zurechtzukommen, nicht gemobbt zu werden? Unter anderem. Solche Sachen, okay. Ich begleite ihn den ganzen Schultag dann mit. Und Und das Kind, das kennt dich natürlich jetzt und so weiter, ja, und hat Vertrauen zu dir? Ja, das ist das Wichtigste eigentlich, dass man Vertrauen aufbaut und immer an seiner Seite ist. Und wenn was ist, ne, das ist halt immer, dass ich immer erreichbar für ihn bin. Top, finde ich, also Chapeau. Ganz, ganz großartig. Das Papier, das brauche ich gleich noch. Einfach umgedreht. Und ich fange an, Stefan, die Grillpfanne zu erhitzen. Ja. Wenn Sie keine Grillpfanne zu Hause haben, ist das überhaupt nicht schlimm. Nehmen Sie irgendeine andere Pfanne. Wir müssen jetzt nur ganz kurz die Auberginen einmal garen.
Und dann können wir schon gleich füllen. Was sind das für Kartoffeln? Mehlig kochen oder? Das sind vorwiegend festkochende Kartoffeln, weil wir die wunderbar rösten wollen. Ja. Deswegen bevorzuge ich da festkochende Kartoffeln. Und hier kommt jetzt Olivenöl in meine Pfanne. Lass uns das gemeinsam jetzt mal schnell die Aubergine machen. Ja. Normalerweise zu Hause macht man das natürlich parallel, dass wir die Kartoffelwürfel aufstellen. Ja. Aber das brauchen wir nicht. Und hier, das möchte ich auch nicht zu stark rösten. Wie ist das jetzt mit der heißen Pfanne? Es wird ja immer gesagt, nicht in einer kalten Pfanne anbraten. Das ist völlig richtig. Aber hier für meine Füllung in den Auberginen möchte ich überhaupt keine Farbe da dran haben. Ich möchte das garen, aber nur klassisch garen. Und hier gebe ich nur ein paar Tropfen da hinein. Und dann grillen wir die Auberginen ratzfatz. Guck mal, was die jetzt noch Wasser ziehen. Ja. Ist das nicht unglaublich, was da rauskommt? Ja. Das Papier ist richtig nass. Auberginensaft. Auberginensaft. Wenn du möchtest, kannst du auch hier für unsere Füllung dieses Thymian abzupfen, ohne Kartoffel kleinschneiden. Ja. Und das kommt nämlich mit in unsere Füllung hinein. Okay. Richtig schön einmal abzupfen. Ja. In ein Schälchen rein, oder? Bitte? In ein Schälchen rein? Ja, kannst du auf dem Brett klein hacken. Ich gebe es dann gleich hier. Okay, ja. So, guck mal hier, das hat die richtige Hitze. Und ich, wenn du das machst, abzupfst, genau. Schön die einzelnen Blättchen brauchen wir. Guck mal, ich habe hier die getrockneten Tomaten jetzt, Stefan, dazugegeben. Ja. Zu dieser Füllung hier. Das wird die Füllung. Und da gebe ich jetzt noch kein Salz dazu, weil der Schafskäse ist ja salzig. Ich gebe eine kleine Tour Pfeffer da hinein. So. Sehr aromatisch. Ein kleiner Spritzer Wasser. Guck mal hier. Warum? Dass die Tomate sich da schön vollsaugt mit. Jetzt brauchen wir hier nicht viel Öl dazu. Das darf natürlich nicht verbrennen. Einen kleinen Tropfen dazu noch auf diese Seite. Aber das ist eigentlich ein ganz mageres Gericht. Ich liebe es. Den jetzt ein bisschen zerhacken? Jetzt ein bisschen hacken, da können wir gleich hier dazu tun. Ja, okay. Warum hacken wir den jetzt noch? Der ist ja schon relativ klein. Warum wird der jetzt noch mal gehackt? Der ist ja schon relativ klein. Ja, weil das, das sind ja geschlossene kleine Blättchen. Ja. Und ich möchte das Aroma haben. Und das steckt zum größten Teil in den ätherischen Ölen. Ja. Und die werden natürlich dann freigesetzt, wenn man sie, die Blättchen durchschneidet. Und dann kommen sie raus. Und das ist das, was wir dann richtig hier lecker haben. Guck mal, das sieht auch schon richtig toll aus hier, oh, die Auberginen. Ich will auch mal sehen, wie die aussehen, so gar. Die sind noch nicht gar, die garen wir jetzt erst gleich. Ist das so ausreichend, Christian? Ja, und die kannst du jetzt bitte hier zu den Zwiebeln geben. Ja, war das klasse, ich glaube, ich kann mich wieder setzen. Und das ist mir jetzt schon genug. Mhm. Das lassen wir hier stehen. Danke. Riech mal. Alleine riechst du diese Tomaten? Ja. Einmal meine kleine Gummispachtel nehmen. Das muss jetzt ein kleines bisschen abkühlen. Aber was du jetzt machen kannst, ist den Schafskäse da bitte reinbröseln. Ja. Ich mache für unsere Kartoffelwürfeln und die wollen wir in die Pfanne geben, dann einmal anbrutzeln und dann machen wir den Deckel drauf. Was passiert? Das Wasser verdampft, läuft wieder herab, die Kartoffeln garen unglaublich schnell und ein paar Minuten vor Ende der Garzeit nehmen wir den Deckel ab, das Wasser verdampft und wir haben unglaublich schöne, knusprige Kartoffelwürfel. Hier gebe ich jetzt ein bisschen normales Pflanzenöl hinein, weil wir das etwas, die Kartoffeln natürlich etwas höher erhitzen wollen. Und mit dem Olivenöl wäre mir das ein bisschen zu riskant. Was passiert da nochmal? Da entstehen auch die ungünstigen Transfette und die wollen wir nicht haben.
Hier müssen wir jetzt aufpassen, weil das jetzt relativ viele Kartoffeln sind. Das wir gleichmäßig verteilen auf dem Boden. Und ich gebe gleich noch, wo ist das Öl? Da. Was ist das? Das Essig? Nee, das ist Olivenöl. Ja. Das benutzen wir nachher zum Verfeinern, aber jetzt hier zum richtigen Braten nicht. Das mache ich jetzt nur, das schwenke ich jetzt nur durch, damit überall Öl da dran ist. Ja. Und wir müssen dann ein bisschen die Hitze runterdrehen, damit es nicht zu schnell braun wird. Mhm. So, das legen wir hier hin. Aber zuerst einmal, lass uns ein bisschen Power geben. Die müssen wir im Kopf behalten, die Dinger. Ja. Und jetzt fangen wir an, hier unsere Auberginen zu rollen. Das ist unsere Füllung hier. Schafskäse, getrocknete Tomaten, da ist noch drin. Natürlich schönes Olivenöl, Knoblauch und die Zwiebeln und unser lecker Thymian. Okay, super. Und ich passe auf die Kartoffeln auf, weil da müssen wir jetzt ein bisschen Auge drauf haben. Das heißt, es ist jetzt noch auf höchster Stufe. Ich drehe es jetzt schon runter, damit es langsam gart und nicht nur an einer Stelle verbrennt. Und man merkt richtig, dass es so schön zischt. Das heißt, das ist das Wasser und das gart meine Kartoffeln, unsere Kartoffeln gleich. Gisela, kann ich auch eine Aubergine rollen? Du kannst eine Aubergine gerne rollen, wenn du möchtest. Laurenz ist der geborene Auberginenroller, ich weiß es. Okay, das läuft. Ich habe hier eine kleine Menge wunderbar leckerer Oliven. Da wir ja nicht so viel da drin haben, wir achten ja aufs Geld, halbiere ich die so ein kleines bisschen, weil die kommen dann zum Schluss zu unseren Kartoffeln. Nina, wie sieht es mit Backen aus bei dir? Das mache ich schon lieber als kochen. Ja? Ja. Was backst du denn am liebsten? Alles mögliche querbeet, also Kekse, Kuchen, also Torte dann eher weniger. Das macht Stefan mal wieder. Aber es gibt ja nichts Besseres als selbst gebacken, ne? Das ist so, das ist wie selbst gekocht. Einfach, schnell, einfach gewusst wie, ne? Richtig. So, die habe ich jetzt alle halbiert. Und im Prinzip sind wir mit unseren Vorbereitungen fast am Ende. Wir brauchen noch Rosmarin und Knoblauch. Machen wir gleich. Klappt, Lorenz? Ja. Jetzt kommst du nach Hause heute Abend zu deiner Freundin und sagst, hey Schatz, ich habe Auberginen gerollt. Kochst du zu Hause dann eigentlich auch noch, oder? Ja, sehr gerne. Und zwar immer das, was mir gerade in den Kopf kommt, was da ist. Und wenn wir jetzt keine Aubergine mehr gefunden hätten, dann hätte ich improvisieren müssen. Und jetzt improvisiere ich eben nicht, sondern wir machen Auberginen. Und ich wasche schon mal die Tomaten, weil die brauchen wir auch gleich noch. Was hätten wir denn gemacht, hätten wir keine Aubergine? Dann hätte ich einen Kühlschrank aufgemacht und geguckt, was es da ist. Und vielleicht hätte ich da irgendwas mal mit Nudeln gemacht oder mit Reis gemacht. Oder ich kann es ja noch gar nicht sagen. Aber es wäre uns natürlich was eingefallen. Das heißt, es ist ja wie bei Ihnen zu Hause. Ich hoffe jedenfalls, dass der Kühlschrank nicht immer leer ist, sondern man hat ja immer irgendwas da, mit dem man immer dann irgendwas zaubern kann. Oder? Ist es bei dir anders? Nee, absolut. Absolut, genau. Bitte einmal noch die Knoblauchzehen machen und dann den Rosmarin ebenfalls zupfen und klein schneiden. Ja. Und dann können wir nur noch warten, bis alles gar ist. Fertig gerollt? Ja. Ja. Was können wir denn mit dem Rest machen von dem Käse und den Tomaten? Das servieren wir gleich noch dazu. Das wirst du sehen, das kommt. Nichts geht verloren, alles wird benutzt. Und da gebe ich jetzt einfach noch zu jedem einen Tropfen Olivenöl darüber. So. Ganz wenig Salz nur. Ja, wir haben ja schon gesalzen. Und auch der Schafskäse ist salzig. Und jetzt kommt das, sieht richtig top aus, einfach im Ofen. Wie lange lassen wir es jetzt ungefähr im Ofen?
Jetzt kommt wieder meine obligatorische Antwort. Wenn es fertig ist. Bis es gar ist. Das brauche ich, sag mal, vielleicht jetzt 10 Minuten. Und dann sind wir soweit. Die Kartoffeln, die kommen schon gleich. Das ist auch herrlich. So, du als Fleischesser. Geht den Flügel. Weil wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Das Kochen geht unglaublich schnell. Genau das ist mein Problem, was ich vorhin schon mal ansprach, das mit dem Flügel schneiden. Ja? Ich tue mich so schwer, das fein zu schneiden. Es ist, mir fehlt ja die Feinmotorik für scheinbar. Aber ist gut, das lasst du so. So, das machen wir gleich dazu noch. Und hier, diese Dinge, die kannst du jetzt einfach alle mal zusammenrühren. Wir schneiden hier den Ingwer. Ingwer ist das, mit der Schale jetzt heute. Grobere Stücke. Und jetzt habe ich dann nämlich Hühnerflügel gekauft. Biologisch von Demeter-Qualität gab es heute Morgen im Supermarkt im Angebot. Und die marinieren wir uns heute über Nacht. Und dann gibt es morgen was mit Hühnerflügel. Richtig lecker, exotisch. Nicht die Riesenmenge Fleisch. Nachhaltig erzeugt. Mhm. Es ist einfach köstlich. Guck mal. Sesamöl, Fischsoße, Ingwer und jetzt kommt noch ein Schuss, das war Sojasauce und das ist das Sesamöl. Und jetzt schneiden wir noch ein bisschen Chili, das kann ruhig scharf bleiben heute. Das schneiden wir nur grob, einfach in kleine Ringe runter, guck mal. Und was mache ich jetzt damit? Ich mariniere die Hühnerflügel und du kannst hier noch ein bisschen Limettensaft ausdrücken. Das geben wir damit dazu. Haben wir eine Presse oder wie machen wir das? Wir haben eine Presse, natürlich. Da, guck mal. Und sowas kann alles nebenher laufen. Ein kleiner Spritzer Honig kommt da noch mit hinein. Honig? Honig. Das passt doch gar nicht zu den anderen Komponenten, oder? Das passt ganz, ganz wunderbar dazu. Und das ist jetzt hier für meinen Freund Stefan. Das ist nicht viel Fleisch, das ist Demeter-Fleisch, das sind einfach Hühnerflügel und die marinieren wir jetzt über Nacht. Und morgen machen wir daraus ein richtig köstliches Essen. Guck mal, sieht das nicht toll aus? Eine halbe reicht erstmal. Den Rest nehmen wir dann morgen dazu. Den Saft kannst du hier reintun. Und jetzt, die sind schön abgewaschen schon. Und ich liebe so eine Qualität. Und guck mal, da ist nicht viel dran. Aber was wir da draus machen, das wird richtig köstlich sein. Ich bin ja auch kein Fan vom Knochenpool. Nein. Ich bin mehr so für das Filet, für das schöne ganze Fleisch. Aber das hier ist eine tolle. So ein Tier besteht natürlich noch viel mehr als aus einem Filet, sondern aus. Zum Beispiel beim Huhn auch diese kleinen Flügelknochen. Mhm. Und wenn man die jetzt so macht, dann ist das einfach eine ganz großartige Sache. Hier eine schöne Folie drüber. Kannst du das schnell machen? Ich wasche meine Hände und gucke nach den Kartoffeln. Folie haben wir da unten. Und so schnell, ach man, mach den Knoblauch, den du geschnitten hast, dann noch mit rein. Ja. Der passt perfekt dazu. Und wir schneiden uns für unsere Kartoffeln neuen. Genau, und jetzt einmal hier mit dem Löffel noch mischen und dann haben wir schon für morgen ein richtig köstliches Abendessen vorbereitet. Müssen wir morgen gar nicht mehr kochen, ne? Bitte? Dann müssen wir morgen gar nicht mehr kochen. Dann müssen wir morgen nichts kochen, sondern nur noch garen. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass die nicht zusammenkleben. Stefan, ja? Meinst du nicht, du hättest eine Maurerlehre gemacht? Ja, ich habe nach meiner Schule Ausbildung zum Maurer gemacht. Ja. Fand das sehr interessant, den Beruf, einen Handwerksberuf zu erlernen. Und ja, habe das dann auch eine ganze Zeit lang gemacht. Und dann nach einer Zeit lang entschieden, mich beruflich zu verändern. Und habe dann in einem Süßwarenunternehmen gearbeitet lange. Okay. Ja. Top. Und dann so. Und das stelle ich in den Kühlschrank einfach. Entschuldigung, kein Problem, dass ich euch da jetzt unterbreche. Jetzt muss es schnell gehen erstmal. Wie Laurenz gesagt hat, jetzt muss es schnell gehen.
Ja, den Knoblauch, den können wir jetzt schön in Scheiben lassen. Ja. Und den Rosmarin bitte noch zupfen und ebenfalls klein schneiden. Ja. Ich gucke da schon mal. Oh, das sieht wunderbar aus. Das brutzelt auch schön, ne? Ja, das brutzelt ganz herrlich. Und ich gebe jetzt dazu schon mal den Knoblauch. Einmal mal eine Querschnitte. Jetzt kommt noch Rosmarin dazu, Knoblauch und die Tomaten. Und wir haben wir auch noch kein Salz hier dran gemacht. Den auch kleinschneiden, Rosmarin? Bitte? Den auch kleinschneiden? Ja, auch klein, nicht, aber nicht, ja, doch, gut kleinschneiden. Solche intensive Düfte kenne ich gar nicht, muss ich leider gestehen. Bitte? Solche intensiven Düfte kenne ich wirklich nicht. Also, und gefällt dir? Ja, absolut. Bist du eigentlich so ein Griller? Grillst du gerne? Nein, also will ich nicht sagen. Natürlich grill ich mal gerne, aber das ist nicht unbedingt meine Passion. Da gibt es nicht mehr meins. Also, nee, das ist mir zu aufwendig dann auch oft. Muss man gehen damit rein? Gleich. Der darf sich verbrennen. Du kannst jetzt die Kartoffeln ein bisschen auseinanderdrücken, die brauchen jetzt nicht zusammenkleben. Ne? Und ich habe hier schon den Rucola. Den schneiden wir wie Gewürz. Zuerst unten die Stiele, ein bisschen feiner. Die Blätter lassen wir nachher ein bisschen grober. Wie sieht's aus bei dir? Super. Toll. Jetzt kommt der super, sieht lecker aus. Rosmarin dazu. Und schwenk, schwenk, schwenk. Wie zeige ich so die beste Art, die Pfanne zu schwenken? Gibt es da irgendwie so einen Trick? Oder so einen? Hast du früher gerne Reck geturnt? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Was hast du überhaupt gerne gemacht in der Schule? Die Pause fand ich immer ganz gut. Die jungen Kerle, war ich mein iPad. Guck mal, hier wieder, da sitzt mit seinem iPad. So, da kann er gar nicht ohne. Da hast du vermutlich auch unterm Kopfkissen liegen. Ne? Wenn du beim Reck, wenn man die Kippe macht, das ist genau dieselbe Bewegung. Man gibt nach vorne Schwung, zieht nach hinten hoch und schon ein bisschen in der Stütze. Oder die Felge machst. Okay. Ach, ich habe da ein bisschen Angst, dass jetzt da so. Ja, so, guck mal hier. Nach vorne und dann zurückziehen. Überlasse ich lieber den Profis. Aber siehst du, guck mal hier. Ja. Sieht elegant aus, wie du es machst. Schön Salz dazu. Wir haben nämlich noch überhaupt kein Gewürz da dran. Und meine Pfeffermühle, wo haben wir die Pfeffermühle stehen? Da. Den Backofen habe ich ausgemacht. Das ist schon schön heiß. Das ist fast fertig. Jetzt kommen die Rucola-Stiele als erstes dazu. Ich dachte, Rucola isst man immer so frisch als Salat. Und wieso tun wir es in die Pfanne? Richtig, kann man machen. Aber Rucola eignet sich auch unglaublich toll, um so zu essen. Und jetzt geben wir hier noch die Oliven dazu. Schön rühren, rühren, rühren. Und dann kommen noch zwei grobe Schnitte hier dazu. Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, so einem ganzen Bär wie dir so ein kleines Löffelchen zum Probieren zu geben. Ach. Mit Tomate? Nee, ohne. Nur ein bisschen probieren, ob Salz genug dran ist. Super. Super? Ja. Noch Salz, Pfeffer dran, irgendwas? Noch mehr? Oder nee, also Salz auf keinen Fall. Salz auf keinen Fall. Was noch irgendwas dazu? Du bist Chef jetzt. Ich würde auch Pfeffer ranmachen. Dann hier ist Pfeffer. Gib eine Tour Pfeffer ran. Könnte man theoretisch aus Rucola ein Pesto machen? Aus Rucola kannst du natürlich ein Pesto machen. Sehr weit verbreitet, Rucola-Pesto. Sieht lecker aus? Sehr lecker. Okay, und jetzt kommt noch der Rest vom Rucola dazu. Pesto, wie machst du Pesto? Wir haben schon mal gehabt. Mit Olivenöl und Basilikum und Pinienkerne. So. Und hier geben wir auch noch einen Tropfen Olivenöl dazu. Und warum haben wir jetzt zweimal Rucola? Ja, das erste waren die Stiele. Die sind ein bisschen fester als die Blätter. Ach so. Aber die brauchen wir nicht wegschmeißen. Die sind unglaublich voll Power. So. Und ich gebe noch einmal Power dazu. Und dann sind wir schon fertig. Dann würde ich sagen, dann richten wir es schön auf einer Platte an.
Na, es ist serviert. Auberginenröllchen mit Schafskäse gefüllt, dazu Kartoffeln mit Rucola, Tomaten und Oliven. Und das Ganze kostet pro Person keine 8 Euro, keine 5 Euro, sondern 1,63 Euro. Und ich sage, wenn es uns jetzt auch noch schmeckt, dann haben wir ganz viel richtig gemacht. Und ich sage einfach guten Appetit. Guten Appetit. Auch gleich die frischen Kräuter darin. Mhm. Das ist gleich ein ganz anderer Geschmack, als wenn man das aus dem Döschen nimmt. Mhm. Wirklich lecker. Mhm. Und wenn Sie wissen wollen, was wir wirklich Leckeres aus den kleinen Hühnchenflügeln machen, die wir gerade vorhin noch eingelegt haben, dann schalten Sie einfach morgen wieder ein bei Rast 5 Euro Küche. Gewusst wie. Ich freue mich auf Sie.